Moin! Ja, wir sind heute mal mit dem 926 hier unterwegs. Und zwar, und Lichter machen auch so Richtung Dänemark. Ja, da sollen wir ein Maschinchen angucken. Mal gucken, ne? Dann sehen wir gleich weiter. Ist jetzt quasi eine halbe Stunde von mir, würde ich jetzt sagen. Kann nicht so schlimm werden. Ne? Fahren wir mal hin, gucken uns das an. Und dann doch, fahren wir wieder nach Hause. So der grobe Plan, ne? Ich mag immer gerne hier in Dänemark fahren. Ne? Die Autos sind ja viel ruhiger hier wie in Deutschland. Also da wird nicht hier voll Speed überholt oder so, weil dann ein Trecker vor dir fährt. Ne? Das ist so harmonisch. Das ist immer ein schönes Fahren. Die Straßen sind alle schier, keine Schlachtlöcher oder sowas. Oh, herrlich. Ne? Da mache ich immer gerne hin. Ja. So, haben wir auch schon die Hälfte der Strecke hinter uns. Wir sind jetzt 10 Minuten, na, nicht mal 7 Minuten unterwegs, da passt es. Ja, ja, guck mal, dann fahren wir nur eine Viertelstunde. Das ist, ja, so weit ist das nicht. Wir könnten jetzt hier gleich abbiegen, aber ich glaube, wir nehmen den nächsten, das ist ein Stück kürzer. Weiß ich auch nicht, ob das viel bringt. Ah, wir biegen den nächsten ab. Na, hier brauche ich kein Navi. Da kenne ich mich auch so aus, das geht gut. Ja, wir wollen uns auf jeden Fall Mähwerk angucken. Mal gucken. Ja. Hatte da einen Anruf bekommen, ob das nicht was für mich wäre. Und ja, ich hätte ja immer gerne mal ein eigenes Mähwerk. Aber mal schauen, ob und wie. Und weil es jetzt so dicht dran ist, fahre ich gleich mit Trecker. Das ist ja nicht so schlimm. Denn hier, ja, wollen nur einmal fahren. Ne? Ja, hier sind die Flächen, wo ich mal mit dem Güttler-Gruppe in Lohn war. Aber ob die einen gekauft haben danach, das kann ich euch auch nicht sagen. Die sind hier anscheinend mit einer 3-Meter-Maschine unterwegs gewesen. Da vorne fährt ein John Deere mit einem 3-Meter, mit einem normalen Gruppe. Ja, kann ich euch so auch nicht sagen. Hab da nie wieder was von gehört. Was sollen wir jetzt noch abbiegen? Oh, kann gut fahren. Hier ist ja auch leichterer Boden. Das geht dann ganz anders, ne? Aber das ist auf jeden Fall ein normaler Grupper. Das kann ich euch wohl sagen. Aber ist das derselbe Bauer? Ich habe ja die anderen, diese beiden Flächen gemacht, nicht die hier. Deswegen, weil hier nur rundherum gefahren ist, glaube ich nicht, dass das derselbe ist. Hier ist es schon. Sehr gut. Dann fahren wir hier schon rauf. Dann können wir hinten einmal in die Halle rein. Ja, ich glaube, wir wurden uns einig, so wie das aussieht. Junge, Junge, Junge. Was? Eine Chance. Boah. Ja, so ist das manchmal. Guck mal, da ist schon der. Bei, was ist der denn hier im Drehen oder was? Mal weiter nach raus. Könnt ihr das sehen? Ja. Schöne orange Beleuchtung. Top. Und? Ich war nur mit der Schaltmecke. Na, 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 na. Und da ist die Grenze wieder. Zack, sind wir in Deutschland. Ob ich jetzt insgesamt eine Stunde 20 unterwegs mit Anbauen, Schnacken und allem drum und dran und gucken. So. Das ist ja top. Ja, Sebastian. Was hast du denn nun bekommen? Ja, ihr werdet es nicht glauben, ne? Da geht wirklich ein langer Traum in Erfüllung. Hätte ich nie gedacht, dass ich mir den irgendwann mal erfüllen kann. Ja, da ist es. Schmetterlingsmähwerk. Ja, was soll ich sagen, ne? Klaas Disco 8500 plus Klaas Disco 3050. Ne? Ja, nochmal runterklappen. FC Plus. Ja, ne, mit Aufbereiter, Frontmähwerk mit Aufbereiter, Heckmähwerk mit Aufbereiter, steht jetzt schon ein paar Jährchen,
Und ja, das sollte jetzt dann weg, weil das im Weg steht. Und dann dachten die an mich, weil ich sowas suche, die haben das gar nicht mehr im Einsatz. Die haben jetzt nur noch mit hier Schwarzzufuhr in die Mitte. Und deswegen ist das gar nicht mehr im Einsatz gewesen. Hat bis zuletzt gelaufen. Ja, ne? Also ich kenne den, wo das herkommt jetzt. Daher war das einfacher. Und ja, ne? Geil, oder? Also ich bin echt platt. 8 Meter Arbeitsbreite, beziehungsweise 8,30 Meter. Und ja, Sebastian, du hast ja gar keine Frontzapfwelle. Was denn du? Ja, da fehlt die Verbindung. Ne? Das ist so. Hier kommt eine Zapfwelle ran. Und da ist keine. Scheiße. Aber, das große Aber, warum ich auch so ein Ding geil finde, mein Fendt hat ja eine Rückfahreinrichtung. Und dieses Mähwerk kann tatsächlich dreiteilig als Rückfahreinrichtung angehängt werden. Das heißt, der Schlepper wird nachher hier angehängt. Ne? Da kommt die Schlepperzapfwelle ran, Unterlenker, Oberlenker. Und das Frontmähwerk kommt da ran, wo jetzt der Trecker sitzt. So, und dann kann ich das Ganze sogar als Rückfahreinrichtung betreiben. Ne? Ja, müsst ihr nicht wundern, das ist jetzt natürlich ein bisschen rostig alles, weil das ein bisschen steht. Oh, genau das Richtige für mich. Ne? Ja, hier brauchen wir nur noch so Unterlenker und 2 Stempel. So die Kurzform eigentlich, damit das Frontmähwerk hier ran kann. Also es passt nicht so exakt. Es gibt ja extra so einen Satz von Klaas. Ich weiß nicht, ob man den noch bekommen kann oder ob man den auch mal gebraucht kriegt, wenn sowas über ist. Ja, passt ja auch vom Disco 8550. Ja, so sieht das aus. Ne? Hammergeil. Mega. Bin ich mal gespannt, wie das läuft und so, ganz klar. Aber ich fand, das macht jetzt keinen schlechten Eindruck, ne? Dafür, dass das jetzt so lange steht und so was. Wie gesagt, ich kenne ihn auch und ja, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch mit dem Frontmähwerk mit rangehen, nachher, wie das geschaltet ist. Kommen wir gleich nochmal zu. Ja, also es ist ein bisschen Umbauarbeiten dran, Ölwechsel müssen gemacht werden, abschmieren alles und. Das ist so, klar, aber ja, für mich passt das. Ne? Das macht irgendwo so nachher 200 Hektar im Jahr bei mir. Ne? Braucht man das? Nö. Will ich es trotzdem haben? Ja. Bereue ich das? Nö. Auf gar keinen Fall. Hammergeil. Ja, herrlich. Neu kann ich mir sowas nicht leisten, das ist so, aber gebraucht passte das tatsächlich. Geil, ich feiere das so sehr. Und das Geile ist, ich kann das nachher als Rückfahreinrichtung fahren. Dieser Schlepper hier wird nie eine Frontzapfwelle bekommen, das glaube ich nicht, dafür ist es einfach zu teuer. Aber beim 39 weiß ich das nicht, ob der irgendwann mal eine Frontzapfwelle bekommen wird. Und dann könnte ich das sogar so, wie es jetzt als Kombi ist, vorne eben mit Frontmähwerk am 39 auch fahren. Ne? Hat beides seine Vor- und Nachteile. Natürlich, wenn ich das als Dreierkombi habe, muss ich immer ein Gewicht hier in der Front haben, ganz klar. Dazu ist es aber einfach wendiger und übersichtlicher, finde ich. Und du hast, wenn du in Kurven mähst, die Mähwerke sind eben immer parallel zusammen. Das heißt, da kommen keine Streifen. Ne? Ja, das andere ist eben ein bisschen gewichtsverteilter und so. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, ja? Ganz klar. Aber weil ich die Rückfahreinrichtung habe, ja, ist das ja schon mal geil, ne? Also, ich feiere das zutiefst, wirklich. Ha, herrlich. Ich habe da noch ein paar Ersatzteile für mitbekommen und so. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir diese Unterlenker, entweder bauen wir die selber und so 2 Stempel. Vielleicht haben von euch auch jemand sowas im Einsatz, dass man da Bilder kriegt oder so, dass ich das nachbauen kann. Oder gegebenenfalls findet man das noch gebraucht. Weil ich schätze, auch wenn ich es neu finde, ist das ja wieder unbezahlbar, das Ganze. Das ist so. Ne? Ja, also da hast du natürlich eine enorme Flächenleistung. Als Rückfahreinrichtung ist es 8,30 Meter. So als Kombi ist es 8 Meter. Das wird irgendwo in den Bolzen noch umgesteckt. Ja, das sehen wir noch. Tja, das ist so der Unterschied. Wurde jetzt mit dem Renault gefahren, mit dem 170er, der aber aufgedreht ist auf 203 PS an der Welle. Also ist jetzt nicht überaus beansprucht worden jetzt. Ne? Der Trecker geht da eigentlich mehr in die Knie, wie das Mähwerk nachgibt. Also das ist schon nicht übermotorisiert. Auch der 926 ist ideal dafür, ne? Gar keine Frage. Ist nicht zu groß oder so, das passt schon. Ne? Geil.
Ja, dann müssen wir da Gas geben. Ich brauche dieses Jahr den Mähdrescher nicht zurecht machen. Und dann können wir hier Gas geben, dass wir das alles zurecht machen. Da steckt noch ein bisschen Arbeit drin, klar. Aber da kennt ihr mich ja, das ist ja das kleinste Problem, ne? Ich habe da auch voll Bock drauf, freue mich ja wahnsinnig. Ja, das Hinterteil habe ich schon laufen lassen, vorne kann ich leider nicht so laufen lassen, weil der natürlich, Frontzapfelle läuft ja eigentlich andersrum. Deswegen kann ich jetzt nicht hinten ranspannen und anmachen. Aber da werden wir auch nun, ja, entweder, wie gesagt, zur Not kann ich auch nur mit den Hinterteilen mähen, ne? Wäre auch möglich. Das wird man noch alles sehen. Super hier, also, ne, geländegängig so. Die Federn würden da noch hinkommen, da brauche ich noch für 39, denn wenn ich eine Frontzapfelle bekommen würde, hier noch so Punkte, dass man das da so anhängen kann. Aber das ist noch, erstmal wollen wir es in die Rückfahreinrichtung haben. Ja, computertechnisch hat er diesen kleinen, das 8550 hätte jetzt zum Beispiel, der wäre ein bisschen größer, dann kannst du da auch jedes Mähwerk einzeln auswählen. Das ist hier jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich... Ich kann die bestimmt irgendwie auch einzeln hier. Weiß ich nicht. Da kann man nur alle zusammen dann immer. Das kann ich euch nicht sagen. Kann man aber auch zur Not selber bauen, so eine Steuerung. Das ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Das, ja, lasst das erstmal so laufen. Wenn dann immer alle drei hochgehen, dann ist das so. Muss ich noch mal, ich habe mir eine Anleitung bestellt, dass man das nachher lesen kann, wie das aussieht. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, ne? Das, wo das auch angeschlossen wird und all sowas. Ja, kann ich so nicht sagen. Aber da werden wir noch mal gucken. Ja, wenn wir ihn jetzt ausklappen wollen, dann drücken wir hier einmal beide und dann mache ich hier einfach in Schwimmstellung und dann klappt er aus, ne? Also das ist gar kein Problem. Ne? Ich kann das auch ganz runterlassen mal. Dafür braucht der Trecker nicht mehr an sein. Da braucht man ein einfach wirkendes Steuergerät. Ne? Das ist schon genial. So, dann können wir das hier auch besser sehen. Also hier kommen, wie gesagt, nochmal so Unterlenker ran. Und noch so eine Halterung hier oben, dass die Federn eingespannt werden können. Und dann wird hier, ja, und zwei Stempel sind da hoch, genau. So, und die, ich schätze, die werden damit angeschlossen, keine Ahnung, das muss man noch mal sehen. Hier gehen ja auch noch Kabel und so. Aber das kriegt man alles zurecht, da kann ich mir auch zur Not was selber bauen von der Hydraulikseite her. Also das ist jetzt nicht so mein Problem. Der Anbaubock, das ist jetzt noch eine Sache, dass das alles passt von den Höhen nachher, ist jetzt auch nicht so gravierend schlimm. Also das kriegt man auch selbst gebaut zur Not. Ja, dann kommt der Trecker, wie gesagt, nachher von der anderen Seite dran. Ne? Also das wird schon geil. Definitiv. Und dann kannst du es dir auch, das ist schnell an- und abgebaut, das ist gar kein Problem. Ne? Ja, ihr seht, ein einfach wirkendes Steuergerät, dann haben wir hier Stromkabel und das Kabel rein vom Computer. Mehr ist da gar nicht dran. Tausender Welle und ein Gibin Knülle, ne? Ja, so viel dazu. Guck mal hier, genau. Hier, glaube ich, werden wir, wenn wir das anders fahren, wird, kommt der Bolzen nachher hier rein. Ne? Genau, das meine ich. Das habe ich mir nämlich schon mal ausgeguckt. Ich bin ja schon lange auf der Suche nach sowas. Ne? Daher weiß ich doch ein bisschen darüber. Ja, also das ist auch nicht so das Problem. Und ja, dann lassen wir das mal eine Saison laufen. Wenn das gut läuft, dann kann man auch noch mal hier ein bisschen mit Farbe spielen und sowas. Aber erstmal soll das natürlich schön laufen. Ne? So, witzig, ne? Das hier dann gibt es auch von anderen Firmen. Die haben dann hier schon eine Welle raus. Was ist nur noch zusammenstecken? Also geiles System eigentlich. Ist das nicht sogar? Ich glaube, das ist der obere Bock, auch wo die Zylinder schon reinkommen. Nee, der ist ja auch selber gebaut hier, ne? Angeschweißt. Aber guck mal, so, das kann man sich auch selber bauen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber da ist es angeschraubt. Ich könnte es mir glatt vorstellen, dass es der Originale ist, sogar schon hier, das Oberteil. Wo das sehr schmal ist. Aber könnte ja passen mit der Kolbenstange, dass sie da genau zwischenpasst.
Ne, wisst ihr? Nur die Federn würden jetzt hier keinen Platz haben, aber das sehen wir noch alles. Also das könnte ich mir so vorstellen, dass das dafür wäre. Ja, aber das wird sich alles zeigen. Guck mal, den drehen wir sowieso auf die andere Seite, dann haben wir gleich die Beleuchtung auch dort. Obwohl die eh auf dem Frontmäh wegsetzen muss, denn, aber das kriegt man ja auch noch. Das sind ja die Kleinigkeiten. Na, guck mal, da hat er noch Magnetventil, ja, hat er denn an jedem Stempel. Und hier oben ist dann nur so ein Verteilerblock. Ja. Aber wenn er das an jedem Stempel hat, ja, das sehen wir noch alles, dann kannst du die eigentlich auch einzeln schalten. Aber das muss ich noch alles in Erfahrung bringen. Ja, wie gesagt, mit Aufbereiter dran. Geil. Ich bin richtig happy. Das hätte ich mir nicht erträumt, dass das mal so wird. Geil. So, ich würde mal sagen, dann schalten wir den Hobel mal an und hören uns das Ganze mal an, wie sich das im Lauf anhört. Also ich finde, das läuft wirklich richtig schön ruhig und sauber, leise, klackert nichts. Finde ich wirklich top. Hört sich sehr gut an. Ne? Hier ist zum Beispiel Ölablassschraube und sowas. Das stand auch drin, ne? Aber stand eben ein paar Jahre. Deswegen ist jetzt nichts blank. Ist so, ja. Ne? Wie gesagt, die haben jetzt eine Krone mit diesen Förderbändern, dass du den gleichen Schwatt machst. Und ja, das sind mehr gefragt. Aber bei mir hier, das... ist das perfekt. Geil. Ja, alles abschmieren. Aber ich hole mir noch die Betriebsanleitung, dann können wir da nochmal alles erlesen, dass wir das dann schön zurecht machen können. Auch, wie gesagt, mit diesem Anbaubock, das wird noch einen kleinen, eine Werkstattarbeit. Aber da habe ich ja überhaupt keine Scheu mit. Ne? Da kennt ihr mich ja. Geil. Ja, dann haben wir dann noch Ersatzteile mit die Zapfwelle. Ne? Also ich bin nicht so auf der Straße gefahren. Ich muss das nur rausholen wegen Bruno, dass er im Trecker sitzen kann. Hier noch ein Teller. Die Originalfüße, die haben sie nämlich verlängert hinten, weil das so blöd mit dem Abstellen ist. Der hat hier längere bekommen. Ja, so sieht das aus. Top, ne? Dann werden wir das jetzt auch gleich reinfahren, dass das gleich wieder drin steht. Das ist ja eben so nett, finde ich immer. Und dann sollen wir da dies Jahr mal ein paar Hektar mit mähen. Mal sehen, wie das funktioniert. Top. Ne? Da wird der 926 auch ein bisschen gefordert. Finde ich geil. Und ich glaube, das sind irgendwo 3 Tonnen, wenn das mit dran ist. Aber da müsste ja eigentlich mein 800 Kilo Gewicht lang. Ne? So ist ja auch nicht so weit raus. Denke ich mal. Der wiegt ja auch ein bisschen Hobe hier. Ja, aber das sehen wir noch alles. Erstmal soll das laufen auch und so. Damit kommen wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen back to the roots. Ne? Vermisse ich nämlich auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, Neumaschinen sind Neumaschinen. Gerade jetzt Anbaumaschinen, so bereue ich jetzt auch nicht, muss ich euch auch dazu sagen. Aber so ein Ding, wie gesagt, neu, das ist unerreichbar. Und gebraucht war das jetzt einfach super, das passte.
voll in die Welt. Und da müssen wir natürlich ein bisschen was dran machen, das ist ganz klar. Das ist kein Neugerät, das brauchen wir hier nicht beschönigen. Und da kommen wir auf jeden Fall wieder back to the roots, dass wir auch mal wieder hier so Maschinen fertig machen, weil, ja, vermisse ich schon. Ganz klar, ne? An den Anbaugeräten. Wir haben jetzt ja nur die Trecker immer und sonst ja nichts. Ne, das ist schon cool. Richtig geil. Da ist das Ding. Geil. Ja, beim Frontmähwerk müssen hier immer die Seiten runtergeklappt werden. Gibt es auch alles, dass du das, ich weiß gar nicht, ob das per Elektro geht oder hier hydraulisch, ne? Aber in der Dreierkombi, ja doch, auf Straßenfahrt musst du ja trotzdem hochklappen. Ja, aber sonst ist das zu breit. Gut, das ist jetzt das Einzige, meine Güte. Hier hat er dann noch so Schwattbleche. Die kommen noch hier ran. Na, mit dem dazwischen. Dass er das ein bisschen zur Mitte werft, damit du, glaube ich, mit dem Trecker nicht drauf fährst oder was. Dafür wird das ja sein. Weiß ich jetzt auch nicht so aus dem Stegreif. Ja, Kuppeldreieck ist dabei. Das rote Dreieck, was vorne in der Front ist, kriegt mir aber auch schwer hier rein, weil das, eieiei, das ist ein bisschen zu breit, meine Fronthydraulik so. Aber das ging denn gerade so. Ja, Oberlenker ist jetzt auch zu lang, seht ihr in der Einstellung. Wir haben das jetzt nur angespannt, dass das hier, dass ich es mitnehmen kann und gut ist das. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Der Rest wird sich zeigen. Ja, wie gesagt, das konnte ich jetzt noch nicht laufen lassen. Das können wir hier noch einstellen, nochmal die Umdrehung. Okay. Vom Aufbereiter. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber da kommt man von ganz alleine in die Materie rein. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wirklich nicht. Ne? Hier ist nur ein Tau, das ist nirgends zusammengebunden. Wir haben jetzt so die Ketten hier hochgebunden, dass sie natürlich bei der Straße jetzt nicht runterfallen. Müsst ihr euch nicht wundern, also ist nichts hier zusammengefuscht oder sowas. Nee. Ich habe jetzt hier auch gar kein Typenschild gesehen. Hinten steht auch kein Baujahr drauf. Also Typenschild hat, hinten hat er, aber kein Baujahr. Ich würde jetzt sagen, irgendwo so 2000, 2004, irgendwo so her wird das sein, denke ich mal, vom Baujahr. Ne? Ja, aber hier ist kein Typenschild mehr vorhanden. Ja. Aber meine Güte, ist mir eigentlich auch egal, wie alt das ist. Hauptsache, das läuft. Das ist das Wichtige daran. Und dieses Jahr, wie gesagt, wollen wir uns da ja ein bisschen austoben. Das passt sehr gut. Top. Ne? Ich war auch zufrieden mit dem Lohnmäher. Hast damit nichts zu tun. Muss ich aber auch direkt hinterher kehren. Hier habe ich direkt den Aufbereiter drin. Also spare ich mir einen Kehrgang schon mal. Ne? Und habe das, in der Regel sagt man ja, einen Tag schneller trocken. Weiß ich nicht. Ja, das wird sich noch zeigen. Und ich habe natürlich eine enorme Flächenleistung. Ne? Lass den mal darüber rumsen. Da passiert ja ein bisschen was. Du, mein lieber Mann, du, das soll man nicht verachten. Also, Junge, Junge, du. Ja, ich habe hier nochmal alles probiert. Aber anscheinend kann ich sie nicht einzeln fahren. Aber wie gesagt, so eine Steuerung, also ich persönlich finde, es ist kein Hexenwerk, sich so eine Steuerung selber zu bauen. Das ist ja wirklich nicht schlimm, dass du, nee, das ist wirklich nicht schlimm. Wenn du das sowieso über den, dann brauchst du eigentlich nur drei Kippschalter. Weil ich das ja hier über den Hebel mache, klack, 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 und einen vierten Kippschalter für, nee, eigentlich brauche ich ja keinen vierten, nö. Nee, drei Kippschalter. Die dann hinten einfach das Magnetventil ansteuern. Mehr ist es ja gar nicht. Ja, das kann eigentlich gar nicht schlimm sein. So, dann steuere ich das ja sowieso hier mit meiner Hydraulik. Und gegebenenfalls kannst du sogar, ja, man könnte sogar sagen, dass man das Frontmähwerk, ich meine, das bringt ja nichts, das eine Sekunde vorher auszuheben, dass ich das über ein anderes Steuergerät hier mache, aber das bringt es ja nicht. Die können ja auch alle zusammen ausgehoben werden, klack. Ah, das sieht man noch. Das ist ja, normal hebst du das Frontmähwerk ja immer vorher aus, aber da kommt ja auch noch der Trecker zwischen. Aber wenn das hier zusammen ist, können die auch alle zusammen hochgehen, ne?
Das ist ja nicht so das Problem. Ja, da werde ich mir, aber da kommen wir noch zu, wenn wir diesen Bock bauen, ob wir uns da eine Steuerung selber für bauen. Das halte ich jetzt für überhaupt gar kein Problem, wirklich nicht. Ne? Wir können ja den Dings auch hier hin tun nachher, das ist ja auch gar kein Problem. Das wird mega. Das wird wirklich mega. Ja. Da sollte doch was gehen, ne? 4 Kippschalter werden wir brauchen, weil da wird noch ein externes Sperrventil für alles sein, denke ich mal. Für Straßenfahrt quasi, dass man das dann extra sperren kann. Und ja, aber das, wie gesagt, das da mache ich mir nochmal Gedanken, denn wir werden das jetzt gleich erstmal abstellen, dann können wir uns das nochmal von vorne angucken. Ja, passt hier sogar in die Halle rein. Top von der Höhe. Hatte erst Bedenken? Ne, aber es geht super. Denn hier kann das hier doch schön drin stehen. Mega. So, dann wollen wir nochmal schnell das Frontgewicht einmal abhängen. So, dann stellen wir das hier einfach vor. Und dann sollte das ja schon mal schön trocknen alles stehen. Das ist das Schöne mit diesem Kuppeldreieck. Nimmst jetzt vorne den Bolzen raus. Und ja, das war's denn, ne? Auch beim Anspannen. Hast du schnell, ohne Gelenkwelle ist das sehr schnell angespannt. Das war schon mal sehr gut. Ja, so sieht so ein Kuppeldreieck aus hier. Ne? Kommt da einfach rein, hier oben kommt ein Bolzen rein. Es gibt ja auch mit so einer Schnellverriegelung. So, ne? Haben wir das doch auch. Ja, hier steht denn jetzt das Frontmähwerk, ne, das haben wir ja nun alles gesehen, und Heckmähwerk steht denn auf seinen Füßen. So, das steht doch gut, können wir jetzt gar nicht so gucken, ach ne, hier vorne, ja genau, hier kommt dann ja das Mähwerk angehangen nachher, ne? Unterlenker ran und ja. Aber das sehen wir noch alles nach und nach, denn wenn das soweit ist. Ne, top, dann haben wir das erstmal drin stehen. Dann gehen wir da irgendwann mal bei und werden das schon mal zurecht machen. Ich werde mal gucken, ob ich da noch was Gebrauchtes kriege. Muss ich mal beim Glashändler fragen. Vielleicht wisst ihr auch noch was wegen dieser Anhängung für das Mähwerk. Weil es gibt ja auch ein paar Leute, die haben so eine Kombination und brauchen das gar nicht. Ja, ne, weiß man nicht. Ja, mal schauen. Aber das wird sich hier vielleicht noch finden lassen. Sonst bauen wir uns was, weil das, ja, also von den Kosten her ist das sehr überschaubar. Da geht nicht viel Material zu und ja, die Hydraulikstempel, muss ich sehen, welche Länge, das wird man auch irgendwo auch rauskriegen oder so. Also wie gesagt, wenn jemand so ein Ding gebraucht hat, kann er mir da gerne Fotos und Maße schicken. Das wäre natürlich sehr nett, wie weit die Unterlenker raus sind, wie lang die Hydraulikstempel eingefahren, ausgefahren sind. Das würde mich mir schon ordentlich was weiterhelfen. Ja, und den Rest kriegen wir alles auf jeden Fall zurechtgebaut, da sehe ich gar keine Problematik bei. Ja, alles drin, fängt draußen an zu tröpfeln. Top Timing, würde ich mal sagen. Ja, in dem Sinne war es das aber auch wieder zu diesem Video. Dann haben wir mal Vollgas über die Ostertage wieder gegeben. Das muss immer gerne sein, ne? So ein Kleinanzeigen spezial zu Ostern und sowas. Deswegen hat der Vlog sich ein bisschen verschoben. Ja, mega. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst den Daumen nach oben nicht, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.